Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tja, jetzt ist es soweit. Es ist klar, dass die Double Trailer, dass die jetzt nicht nur in Skandinavien gibt, sondern auch natürlich auf der ganzen Karte zur Verfügung stehen. Dass so ein Mod natürlich rauskam jetzt, früher oder später war natürlich klar. Hier kann man es nochmal sehen. Die Double Trailer, also vorne hat man diesen Dolly dran und man kann jetzt mit einem BDF-Fahrzeug hinten noch schick diesen Trailer mit ranwuchten. Genau. Da gibt es dann einige und die kriegt man dann dementsprechend auch halt in allen Städten Europas, also nicht nur Skandinavien. Ich habe jetzt hier den MAN TGX. Und wir wollen jetzt heute mal schnell testen. Also hier ist schon mal der Trailer. Da ist er. Zopp, mit dem Dolly dran. Ich will das gerne mal testen, wie wir damit zurechtkommen jetzt hier. Gerade in Deutschland sind ja die Autobahnen und so. Das ist ja alles noch recht alt im Gegensatz. Oder beziehungsweise unverändert im Gegensatz zu Frankreich und Skandinavien, da wo es ein Ticken einfacher wird. Und dann schauen wir mal, ob wir hier überhaupt zurechtkommen mit dem. Gut, der BDF lenkt natürlich hinten noch ein bisschen mit der Achse. Und dann der Dolly auch, aber ja, wird doch ganz schön eng. So, schauen wir mal das Licht, ob hier das ganze Licht überhaupt funktioniert. Ja, sieht gut aus, am Dolly funktioniert es. Machen wir mal die frei fliegende Kamera, da sehen wir es natürlich dann ein Ticken besser. Also hier machen wir die Warnblink an. Also am Dolly hat man schön Licht und am Schwarzmüller Trailer dementsprechend auch ganz klar. Aber wir machen jetzt mal den Alltagstest und wir sind jetzt hier in München und fahren mal. Wir machen mal folgendes: Wir fahren mal jetzt die Autobahn hoch. Laut Navi fahren wir jetzt mal. Und versuchen die andere Autobahnfahrt München, Autobahnabfahrt München, wieder. Fahren wir am besten auf, ja, fahren wir am besten, ja, ist egal. Fahren wir hier lang, nehmen wir die andere Autobahn, ist wurscht. Die andere Autobahnabfahrt, ob wir da soweit zurechtkommen oder ob das eigentlich gar nicht möglich ist und eher noch ein bisschen Quatsch ist, hier durch Deutschland zu schüsseln mit so einem Trailer. Was ist denn los? Jetzt lass mich doch mal hier vorbei, du Pappnase. Musst du aufpassen hier, Wahnsinn. Also gut, so die großen Kreuzungen, klar, da brauchen wir nicht sprechen. Da kommen wir ohne Probleme, ohne Mucken, ohne Zucken, kommen wir da durch. Sieht natürlich aber auch ganz schick aus, klar. Was mir auffällt, dass der Dolly ganz schön hier ein bisschen hin und her geht, wenn man das sehen kann hier. Das ist Wahnsinn, wie das hin und her schüsselt hier. Aber egal. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Wir wollen erstmal so willst alltagstauglich testen, ob der jetzt hier überhaupt ob der überhaupt funktioniert, sagen wir mal so, ob der überhaupt hier, gerade für die Straßen in Deutschland, ob der überhaupt hier brauchbar ist. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen im Spiegel gucke, ist das natürlich kein Problem. Was mir Sorgen macht, ist dann später an die Rampe zu fahren, weil hier, ich schätze mal, diese Dollys nicht berücksichtigt werden, schätze ich, gehe ich mal davon aus. Und das heißt, wir werden das auch mal versuchen, an der Rampe zu schieben, den Trailer. So, wir haben jetzt hier die Autobahnauffahrt. Wir nehmen natürlich diese Seite hier und gucken mal, ob wir jetzt hier zurechtkommen. Mal schauen, was für eine Kameraperspektive wir nehmen. Können wir mal die testen hier. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen hier ausholt, dann glaube ich. Gut, ich habe jetzt hier nicht den stärksten Motor mehr hingewählt. Das ist vielleicht nicht so gut. Okay, ich habe jetzt hier, was haben wir denn hier? 84 PS und wie ihr sehen könnt, ist es dann hier schon vorbei. Der Trailer hat 26 Tonnen. Wenn ich die Differentialsperre anmache, dann ist hier Ende im Gemüsebeet. Also, Jungs, mit Schwung bitte. Da drehen die Achsen durch, da geht nicht mehr. Also, wer so ein Dolly fährt, sollte doch dann doch ein bisschen mehr PS. Das ist jetzt natürlich jetzt doof, ne? Dass ich jetzt hier nicht hochkomme. Aber, ja. Wir sind mal so
zu frech und mach mal das. Differential wieder raus. Machen das jetzt mal so. Also man kann hier die Autobahn hochfahren. Das ist mal kein Problem. Und wir testen jetzt mal hier die Autobahn wieder runterzufahren, um zu gucken, ob wir da auch wieder schön sauber runterkommen. Und dann wollen wir uns mal, also rauffahren ist kein Problem. Und dann fahren wir jetzt mal runter hier, jetzt hier die Autobahn. Dann wollen wir mal gucken hier. Zack, die Bohne, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also die normalen Auffahrten sind eigentlich soweit kein Problem. Da sollte man eigentlich hier. Oh, der schiebt, aber 26 Tonnen können ganz schön schieben, man sieht's. Gut, ja, funktioniert auch ganz gut. Man sollte aber, wie schon gesagt, einen starken Motor haben und dann pups, weil sonst schlaft er die Mühle hier ein. In dem Fall hätte ich mal die 680 PS nehmen sollen. So. So, was uns jetzt aber noch interessiert, wir nehmen jetzt mal die freifliegende Kamera hier und fetzen mal nach, wo fetzen wir hin? Richtung Duisburg. Passt mal auf, das machen wir jetzt mal ganz flink. Duisburg, wo ist Duisburg? Hier ist, pass auf, hier. Köln, Duisburg. Und dann haben wir hier diese Autobahnauffahrt, die hier. Da ist er, zack. Meine Frage. Komme ich hier mit dem Trailer rauf? Das wollen wir jetzt auch mal testen. Wir wollen ja alles mal ein bisschen testen hier. Zip. Und das, ja, muss ja natürlich alles getestet werden jetzt hier, ne? Dass wir mal sehen hier. Trailer, kommt man da rein oder kommt man da nicht rein oder rauf eher? Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Das schauen wir uns jetzt auch noch natürlich an. Weil das in dieser Autobahnauffahrt nicht gemeint, aber die sehr schmal und klein sein. Also man muss auf alle Fälle hier ausholen. Ich glaube, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, ist es wahrscheinlich noch beschissener. Ich hole mal so weit aus, wie es geht. Ich will natürlich schauen, dass ich hier kein Schild oder irgendwo dagegen rammel. Das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt schauen wir mal jetzt hier. Aber ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Also wie es... So. Gucken wir mal. Ja, guck mal. Also man kann auch ganz easy mit dem auf diese Autobahnauffahrt rauffahren und dann runter natürlich auch, ist soweit kein Problem. Also finde ich ganz cool, dass das auch funktioniert, also auch Deutschland tauglich, da ja hier noch die alten Autobahnen oder Straßen verbaut sind und hier noch kein Update zugibt. Dann wollen wir natürlich auch weiter gucken. Wir wollen ja zur Abladestelle. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Wir wollen ja gucken, kann man die Kiste an der Rampe pflastern oder nicht. Und das machen wir jetzt hier auch mal ganz schnell. Fliegen wir mal hier rüber. Wo müssen wir überhaupt hin hier? Wo sind wir denn hier jetzt da? Fliegen wir ein bisschen mal schneller fliegen hier. Zip, zack, die Bohne. Also sind wir hier wirklich im tiefsten Eck von Frankreich in Brest. So, zack. Schauen wir mal, wo hier jetzt hier die Abladestelle ist. Machen wir die Kamera mal groß und dann gucken wir uns das auch noch an. Gut, ja, hier ist anscheinend unsere Abladestelle. Das heißt, wir fahren mal ganz brav. Wir kommen jetzt mal von hier. Flipp. So schnell ist man in Brest. Also setzen wir mal schön brav den Blinker und versuchen mal hier reinzukommen. Und dann schauen wir mal, was uns vorgibt, wo und wie wir parken müssen. So, reinkommt tun wir schon mal. Und jetzt schauen wir mal. Okay, also wie man jetzt hier sieht, überspringen brauchen wir nicht. Hinten ist es anscheinend so in der Definition hinterlegt, dass man einfach bloß hinterfährt. Man muss sich jetzt hier nicht irgendwie an der Rampe ranschüsseln. Und ja, sich da ewig plagen. Das hat man jetzt hier nicht. Man kommt her und setzt den Kübel einfach hier ab und gut ist. Also ist jetzt nicht allzu schwer. Wenn jetzt natürlich schwieriges Parken wäre, dass man sagt, oh, hier komm, du musst an die Rampe ran. Also das ist dann wirklich für Geübte. Und da könnt ihr dann richtig schön üben. Zack. Und schon sind wir da. Also funktioniert 1A. Kann ich nur empfehlen, dieses Dolly-Trailer-Gedöns-Pack hier, wie auch immer. Natürlich nur für ein PDF erstmal.
Gibt aber auch noch andere Mods, wo man hinten normalen Trailer dran hat und dann nochmal einen Trailer dran hat. Finde ich ein bisschen übertrieben, weil dann wird es wirklich eng, weil man hat jetzt hier den Vorteil, dass er hier beim MAN die dritte Achse hinten ja mitlenkt, was sehr hilfreich ist, weil ansonsten wird es wahrscheinlich auch schwer. Genau, das war es erstmal zu diesem Video. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit, unfallfreie Fahrt und bis dann. Ciao.